Hallo und willkommen bei den Matrixern mit Jonathan und Niki. Ja, willkommen zu unserem vierten Teil unserer Reihe Bewusstseinszustände. Heute erzählt jeder für sich von einigen Bewusstseinszuständen, die wir so erlebt haben. Jeder für sich, die der andere vielleicht noch nicht so in dem Ausmaß auch erlebt hat. Und ja, da haben wir noch einige spannende auf Lager. Ja, Niki, was ist denn unser nächster Bewusstseinszustand? Der nächste ist der Panoramazustand. Ja, der Panoramazustand ist ein Zustand, der eben eine etwas ganzheitlichere Wahrnehmungsperspektive erlaubt. Das bedeutet, normalerweise, wenn wir uns einen Baum anschauen, sehen wir den Stamm, die Äste, die Blätter, die Wiese drumherum. Aber sobald man in den Panoramazustand eintritt, nimmt man den Baum als Ganzes wahr. Man sieht den Baum also nicht mehr nur teilweise oder ausschnittsweise, sondern im Ganzen. Auch sieht man den Baum dann in seiner Umgebung, die er um sich herum hat. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Zustand, weil man kommt da leicht rein eigentlich. Es ist jetzt nicht schwierig, da reinzukommen. Und wenn man zum Beispiel die spirituelle Dissoziation anwendet, kann es häufig vorkommen, dass man in diesen Panoramazustand hineinkommt. Ja, stimmt. Das ist im Dissoziationszustand ziemlich leicht. Mhm. Es ist auch irgendwie so eine Art physisches Gefühl, sowas, wow, ja, macht es dann ja. Irgendwie im Kopf genau. So, als wäre der Kopf dann plötzlich zehnmal größer gefühlt. Ja, weil im Alltagszustand haben wir eben einen etwas engeren Fokus. Wir sind ein bisschen so wie die Pferde mit den Scheuklappen so ein wenig im normalen Alltagszustand. Und im Panoramazustand nimmt man die Scheuklappen weg und hat dann einen, ja, weiteren Fokus. Ja. Und das ist ein sehr interessanter Zustand, auch wenn der jetzt nicht groß spektakulär ist. Aber auch immer mal wieder schön, weil dann fühlt man sich wirklich nicht so begrenzt, ne? Ja. Richtig, man fühlt sich weiter, offener irgendwie. Man hat das Gefühl, man nimmt viel mehr wahr als alle anderen. Ne? In dem Moment. In dem Moment, ja. Und das ist natürlich schon ein sehr guter Zustand, den man schon mal erlebt haben sollte. Ne? Viele, die die Dissoziation praktizieren, kennen den Zustand bestimmt. Die saßen vielleicht nicht gerade vor einem Baum. Ja, kommt auch relativ zeitnah. Wenn man die Dissoziation trainiert, so nach einigen Minuten kann das schon mal losgehen. Ja. Halbe Stunde so. Das geht dann ziemlich fix. Ja. Ja, das ist der Panoramazustand. Viel mehr gibt es da eigentlich auch gar nicht zu erzählen. Ist aber auf jeden Fall so der erste Grundstein, wenn man mit der Dissoziation praktiziert. Und daher ist es vielleicht mal interessant, darauf zu achten, ne? Wenn man die Disso ein bisschen übt, weil dann kann man nämlich in diesen Zustand ziemlich leicht kommen. Ja, der nächste Zustand, mache ich mal weiter. Ihr kennt ja alle das innere Kind, das ungeheilte innere Kind. Jedenfalls erzählt man euch davon, von dem ungeheilten inneren Kind. Und all die Traumas, die das ungeheilte innere Kind erlebt haben soll und Schikanen und diverse Inkarnationen und karmische Schicksalsschläge und ja, jedenfalls alles das ist im inneren Kind, im Ungeheilten vereint, so sagt man. Und ja, das musst du alles auflösen, so sagt man. Jedenfalls wäre das eine Arbeit für, weiß ich nicht, 2 Millionen Leben. Und das Problem ist auch einfach, dass eben der Verstand für jeden Zustand, der ihm so nicht gefällt, natürlich eine Rechtfertigung sucht. Und das liegt daran und mein Problem kommt daher und das Schicksal will es so, ich habe das vorherbestimmt, das ist die Inkarnation und das Problem kommt aus der Inkarnation. Und ja, so basteln wir uns unser ungeheiltes inneres Kind irgendwie zusammen. Aber wir vergessen, dass das alles auf einer linear basierten Vorstellung ist.
und in Wahrheit so gar nicht stimmt, weil es ist ja alles jetzt. Und im Jetzt ist nur hier und das eine Problem da. Und egal, wo es angeblich hergekommen sein mag, vielleicht ist auch der Weltfrieden schuld, keine Ahnung. Jedenfalls bin ich in einen Zustand gelangt für einen Moment. Da habe ich gesehen, dass es dieses ungeheilte innere Kind nicht gibt. Was es wirklich gibt, ist dieses, ja, ich würde es tatsächlich wie eine Art inneres Kind bezeichnen. Nicht, weil es ein Kind ist, sondern weil es einfach ein vollkommenes inneres Wissen hat, verspielt ist. Unser inneres Selbst eben. Und es ist vollkommen geheilt. Da gibt es nichts zu heilen. Das erzählt euch nur jeder, damit ihr auch möglichst abgelenkt seid und euch nicht mit eurem Kern befasst. Ihr müsst nicht nach den Ursachen eurer Probleme suchen, sondern einfach nur im Jetzt sein. Das würde völlig reichen, um alle Themen sofort aufzulösen. Ja. Ja, dieser Zustand, der war sehr spannend, das zu erleben, dass dieses innere Selbst, dieses Geheilte immer da war. Es war nie weg. Da war niemals irgendwas ungeheilt oder kaputt. Oder es gibt auch keine 3000 Ursachen für ein Problem. Es gibt überhaupt keine so Ursachen in dem Sinne für ein Problem. Die basteln wir uns nur zurecht, um möglichst tief und weiter im Schlaf zu bleiben. Jedenfalls, es war irgendwie sehr spannend. Wir haben irgendwann mal Mittagsschlaf gemacht und ich habe darüber nachgedacht, dass alle eben über das ungeheilte innere Kind sprechen. Und ich habe mich gefragt, ja, was ist denn dieses ungeheilte innere Kind? Wo finde ich das und wie mache ich es dann halt heile? Ja, und in dem Moment wechselte ich irgendwie. Und dann habe ich eben gesehen, dass es eben alles irgendwie so eine Art große Lüge ist. Also dieses innere Kind hatte wirklich alles Wissen, alle Kraft. Man denkt ja, man hat keine Kraft. Dabei hat man so viel Kraft und Energie, um zum Beispiel ein Problem aufrechtzuerhalten. Dafür wendest du so viel Kraft und Energie auf oder eine Angst aufrechtzuerhalten, die muss ja eigentlich irgendwo herkommen. Und wenn du diese gebündelte Kraft oder Energie, die du in eine Angst oder in einem Thema oder Problem steckst, einfach mal loslassen würdest und erkennen würdest, dass es ja nicht existiert, ja, es ist einfacher gesagt als getan. Stelle ich in Frage, aber würdest du diese innere Kraft von diesem inneren Kind vollkommen spüren? Sie würde dir wieder zur Verfügung stehen. Wir bündeln es ja nur eben in Problemen. Ja. Weil Probleme oder Traumata oder auch irgendwelche Konflikte, die man mit der Verbindung zu einem anderen Leben vielleicht in die Gegenwart gebracht hat, sind alles Rekognitionsmodelle. Ja. Das heißt, sobald du dich wieder daran erinnerst, macht's puff und es ist aufgelöst. Du musst dich nur daran erinnern. Die Kraft besitzt es eigentlich nur dann, solange es unterbewusster irgendwo vor sich hingammelt. Das ist eigentlich alles. Und sobald man sich an eine Szene erinnert aus dem anderen Leben, die vielleicht mit dem gegenwärtigen Leben verknüpft ist, dann löst sich das auf. Sofort. Weil du hast es dann erkannt. Du hast es dir bewusst gemacht. Ja. Aber da siehst du mal, wie viel Kraft du eigentlich in Wahrheit hast. Du hast so viel Kraft, dieses Problem aufrecht zu erhalten. Manchmal über Jahrzehnte, wie viel Kraft und Energie da drin steckt. Das ist alles deine Kraft und deine Energie, das so aufrechtzuerhalten. Das ist erstaunlich und bemerkenswert. Wäre nur sinnvoller, diese Energie für etwas Konstruktiveres vielleicht zu nutzen. Ja. Anstatt für die Aufrechterhaltung der Probleme und Themen. Ja, ein Schöpferwesen hat eine unglaubliche Schöpferkraft. Nur, dass die Schöpferwesen auf der Erde eben so gar nicht richtig wissen, dass sie Schöpferwesen sind. Ja. Wegen der Amnesie. Ja. Die haben überhaupt keinen Plan, dass sie Schöpferwesen sind. Und der Hypnose. Ja, und in der Hypnose. Und das ist auch ein Punkt, warum hier sozusagen in dieser Welt der Deep State, ne, der Tiefenstaat, eben alles so verschleiert und versucht zu tricksen, umzumodellieren, anders darzustellen, andere Interpretationen zu liefern, eben weil
Der Umgang mit einem Schöpferwesen ist eben ein zweischneidiges Schwert. Solange er keine Ahnung hat, dass er ein Schöpferwesen ist, kann man mit ihm spielen. Aber sobald das Schöpferwesen erkennt, dass es ein Schöpferwesen ist, dann fängt er nämlich an zu spielen. So sieht's aus. Ja. Und das fürchten natürlich viele Stellen, ne? Viele Stellen in dieser Welt. Ja. Darum die ganze Verschleierung, die Rumspielerei, die Tarnerei, ne? Und all das. Ja. Genau, der nächste Zustand. Ja, das Akasha-Schubladenwissen. Mhm. War ja auch sehr spannend. Oh ja, also das war ein genialer Zustand. Und da befand ich mich auch in der Dissoziation und bin dann in einen Zustand geraten. Da dachte ich, wow, was ist das denn für ein Zustand? Da konnte ich nämlich alles wissen, das überhaupt irgendwie existiert. Und darum denke ich mal, dass viele, die über die sogenannte Akasha-Chronik reden, dass sie das meinen. Mhm. Ja, eigentlich habe ich es nur genannt, der Ort der Schubladen oder der Ort des Wissens oder so. Mhm. Und da habe ich eben wirklich so etwas höher von mir endlose Schubladen gesehen. Endlos. Mhm. Und sobald ich mir selbst eine Frage stellte oder etwas Bestimmtes wissen wollte, öffnete sich die Schublade und das Wissen kam heraus. Das ist so geil. Zum Glück musste ich in den Schubladen jetzt nicht großartig suchen. Das wäre nämlich eine endlose Aufgabe gewesen, ja, bei endlosen Schubladen. Ja. Jedenfalls, das war ein wirklicher Zustand, in dem ich erkannte, dass wir die ganzen Informationen mit dem Gehirn empfangen. Da habe ich auch verstanden, dass das Gehirn eigentlich eine Empfangsstation ist, mit der wir alles Wissen, alle Gedanken empfangen. Und dieses Gehirn kann sich eben auch auf diesen Ort des Wissens fokussieren. Und wenn man das hinbekommt, dann bekommt man auch all das Wissen, das eben überhaupt zu erlangen wäre oder zu erlangen ist. Das ist genial. Ja, jedenfalls ein wichtiger Zustand, den man vielleicht mal erlebt haben sollte. Aber ja, ob er jetzt wirklich immens wichtig ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war er sehr spannend und interessant und faszinierend. Ja, das glaube ich sofort. Also ja. Klingt doch so. Ich war da, glaube ich, ein paar Stunden in dem Zustand drin und konnte mir alle Fragen beantworten, konnte auf alles zugreifen, was ich wollte. Und man wusste auch in dem Moment, das Wissen, das man da erlangte, stimmte. Mhm. Das war jetzt nicht so, dass man dann dachte, ob das jetzt stimmt, was die Schublade mir da erzählt oder nicht. Ne? Da hattest du keinen einzigen Zweifel in dem Moment. Sondern die Schublade öffnete sich, das Wissen kam zu mir und ich wusste und ich sah mit meinem inneren Auge, es stimmt. Es war wie ein Ort der Erkenntnisse, könnte man auch so nennen. Klingt spannend. Und die Erkenntnisse, alle Erkenntnisse, die es so gibt, auch Erkenntnisse im Detail für Kleinigkeiten, waren alle schön säuberlich in Schubladen gepackt. Auch wenn man ein UFO baut? Das war da bestimmt auch drin. Hast du nicht gefragt? Nein, in dem Moment nicht. Ja, also der Zustand, ne, wenn ihr da mal reinkommt, wisst ihr Bescheid, wo ihr seid. Darum erwähnen wir denn heute mal. Die Bibliothek. Ja, auch gut. Ne? Die Bibliothek des inneren Wissens oder so. Ja. Klingt auch spannend. Ja. Aber in der spirituellen Szene redet man ja von der Akasha-Chronik. Chronik deshalb, weil ja da alles aufgezeichnet wird. Alles Liebe und bis zum nächsten Teil. Ciao.